Willkommen zurück zu Super Mario Maker an diesem herrlichen Donnerstag. Warum herrlich? Na, da heute Feiertag ist. Zumindest bei mir. In Deutschland auch. In der Schweiz, das weiß ich gerade nicht, aber ich glaube auch. Doch. Jeder hat Feiertag. Also jeder hat frei. Ist doch super. Da kann man dann zocken. Denn aus was anderem besteht das Leben nicht. Naja. Okay, ich übertreibe mal wieder. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Part haben wir ja die Level von Quellenza gespielt und sind teilweise schon am Anfang gescheitert. Aber er hat mir den Tipp gegeben, dass auf seinem YouTube-Kanal... ich muss bestimmt gleich niesen. Deshalb... Ach, egal. Da lädt er die Level auch hoch, mit Lösung. Also halt, ja, das spielt halt die Level. Und da kann man dann nachschauen, wie das funktioniert. Ich habe jetzt noch nicht, alle Videos so gesehen. Ich habe das hier gesehen, wow, das ist echt brutal. Also, das schafft kein Mensch. Ich blende mal die ID ein. Könnt ihr gerne auch nachschauen, auf seinem YouTube-Kanal. Das Level ist so brutal. Ja. Moment, ich spiel's mal kurz. Nur kurz mal losfahren. Das wird man in 1000 Jahren nicht schaffen. Geht ja schon super los. Ja, sein Kanal ist... Moment, wie geht denn das schon am Anfang? Halt. Sein Kanal ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. So. Ja, okay, reicht schon. Ein Stern gebe ich mal. Das sind alles so Level, die ich privat spielen werde. Also das werde ich wahrscheinlich nie schaffen. Und er hat sogar das Ende zensiert. Natürlich nirgendwo eine Speicherflagge. Ja, das wird ein Abenteuer, du. Ja, dann spielen wir wieder von ihm mal wieder ein Level. Da haben wir ja auch schon wieder das ein oder andere, das wir spielen könnten. Jetzt ist die Frage, welches spielen wir heute? Packjumping. Gibt schon einen zweiten Teil. Das heißt, wir sollten zuerst mal den ersten Teil schaffen. Oh Gott, das scheint auch wieder schwer zu sein. Oh Gott. Ich habe Angst. Ach, habe Angst. Gehen wir es an. So. Ach du Scheiße. Wow. Wenn ich jetzt... Ich dachte schon, jetzt lasse ich mich davon treffen. So, ich will diesen Block da oben. Der sieht mir sonderbar aus. Egal. Naja, dann mache ich es halt nicht, aber da kommt man bestimmt irgendwie hoch. Ach, da ist ein Kettenwuffi drin, da sind die Geister drin. Da ist der Bob-Omb-Bro drin. Ich bin mir sicher, dass da in dem Block da oben was Tolles drin ist. Ach, das nervt mich jetzt, ich töte mich mal kurz. Die Geister nerven mich. So, komm mal. Mehr Elan, bitte. Genau, Mario. Juhu. So. Ach du Scheiße, da ist ein unsichtbarer Block. Ja, das hätte ich ja nicht ahnen können. Okay. Ach, Vollidiot. Ich mach immer zu spät. Passt. So, warte mal. So, da kommt der Fischi raus. Ach Scheiße, den wollte ich jetzt nicht aktivieren. Okay, das sind überall. Hättest du jetzt nicht wenigstens den Schlüssel nehmen können. Ja. Egal.
Wir werden hier... Nicht die Geister, ich will den Fisch rausholen, Mann! Find's lustig, oder? So, jetzt ist die Frage. Kettenwuffi. Ich töte mich wieder. Die Geister, die irritieren mich so. Das ist... Wo sollen wir den Schlüssel irgendwie holen? Versteh's nicht. Ich lasse den Schlüssel jetzt vorerst mal. Irgendwie habe ich mich da vorhin durchgeglitscht. Weiß nicht, ob das so, so gewollt ist. Dass man da halt den Pilz verliert, den man hier sammelt. Aber ich denke mal, es gibt bestimmt einen anderen Weg auch noch. Ja, nehm ihn halt! Wow. Ja, zum Beispiel so einen Weg. Aber da verliere ich ja auch einen Pilz. Nicht, Mann! Du sollst... Wieso springt der durch den Boden durch? Okay. Da war jetzt zu unvorsichtig. Ja, natürlich wird man den Schlüssel am Ende brauchen, oder? Natürlich. Natürlich braucht man den. Danke. So, von dem Ketten und da drüben habe ich Angst. Deshalb würde ich vorschlagen, dass ich jetzt die Etage wechsle. Natürlich könnt ihr jetzt irgendwie darüber springen. Wow, pass auf, du Manchi da. Manchi da. Wow, das könnte auch so ein japanischer Name sein für so einen Entwickler. Manchi da! Okay, das ist jetzt auch schon ein Abenteuer hier. Ich werde sterben, ich weiß es. Das ist die richtige Einstellung. Also ich bin mir sicher, dass wir den Schlüssel brauchen. Ja. Hermit! Bin ich nicht nervös da oben? Ach, scheiße. Ja, warum ist der Koopa-Kopf nicht da gewesen? Oh, schade. Natürlich könnten wir auch einfach eine Abkürzung durchs Kettenhundgehege nehmen. Ach, du blöder Koopa! Sei doch mal, wie habe ich es denn vorhin gemacht? Da war der gerade zufällig richtig. Aber ich verlasse mich zu sehr auf diesen Koopa. Muss eigenen Skill beweisen. Denke ich mal. Aber wenn man keinen Skill hat, dann... So geht's auch. So. Jetzt muss mal schauen, was der Wuffi hier vorhat. Ach, scheiße. Ach so. Okay, es hätte gar nichts gebracht, wenn ich da jetzt reingegangen wäre. Denn da ist eine Sackgasse. Okay. Also ist es gerade Wurst, ob ich da jetzt reingekommen wäre oder eben jetzt, so wie es gekommen ist, gestorben. Denn sterben hätte der gute Mario so oder so gemusst. Kettenhund, was hast du vor? Hm, genau das, was ich nicht will. Oh. Entschuldigung. Das kann ich doch nicht wissen. Jetzt sind da unsichtbare Blöcke. Naja, das finde ich unfair, das Level. Ich wäre wahrscheinlich hier bei dem Muncher da, Munchy-Dingens gestorben. Beim Eingang, aber... Das fand ich unfair, verdammt! Jetzt weiß ich ja nicht. Ob da jetzt noch 1000 unsichtbare Blöcke sind. Kettenwuffi, was hast du vor? So, jetzt weiß ich ja nicht. Nein! Ist das ein blöder Köter, ey! Ich hasse den. Mein Gott, ich wollte mich jetzt nur kurz sammeln und mal überlegen, ey, wie geht's weiter? Aber nee, der Hund, der
ein richtiger Drecksköter. Halt. Kein Wunder, dass der da gefesselt ist. Ja, damit. Wuffi, was hast du vor? Ja, nee, aus. So, ja, so ein Mist aber auch. Ich nix wissen, wo nix unsichtbare Blockis. Ja, komm! Schnell! Okay. Gut. Wuffi. Okay. Möglichst nah. So, dann. Also da oben habe ich schon gesehen, eine Speicherflagge. Aber ich will natürlich auch wissen, was da in dem Ding drin ist. In der Tür. Aber theoretisch, also dann glaube ich, dass die Tür nur optional ist. Denn wenn man schon hoch zur Speicherflagge kann. Was da wohl drin ist? Ein Secret Exit? Nee. Ja, aber wie zum Teufel? Auf den Viechern kann man nichts binden, oder? Das geht nicht. Moment. Ne, das geht nicht. Wusste ich doch. Ich wollte es jetzt nur zur Sicherheit nochmal überprüfen, obwohl ich es ja eh eigentlich wusste. Da muss es einen guten Trick geben. Also man braucht genau das richtige Timing. So, bis darüber schaffen wir es jetzt eben meistens. Der Wuffi sich richtig entscheidet. Ach du verkackte Leber. Ja, verkackte Leber. Die Beleidigung von heute. Die heutige Jugend. Ach, die ist echt unberechenbar, ja. Das sagen sie alle. Ernsthaft, was soll ich machen? Ich habe Angst. Ja, scheiße! Wer? Ja. Vielleicht warten, bis das Ding ganz unten ist. Also wirklich fast unten und dann erst springen. Denn dann kommt mir der unsichtbare Block wahrscheinlich nicht in die Quere. Und das wollen wir doch. Werde ich doch behaupten. Ja, rauf jetzt! Was ist los hier? Was machst du, Wuffi? Nein, aus. Ach, da ist noch einer oder ist das der gleiche? Ich habe keine Ahnung, aber... Ist das eine Scheiße? Was soll ich tun? Was soll ich machen? Ja, scheiß Mario! Was tust du? Nein, du Vollidiot! Vielleicht sollte ich jetzt nochmal. Also den nochmal versuchen. Obwohl, das bringt mir ja nichts. Wenn ich da als Groß-Mario hinkomme, dann tue ich mich ja noch schwerer, weil ich größer bin, fetter bin und dann nicht durch diese Lücke passe. Aber da könnte ich mich einmal treffen lassen von dem Munchie. Das ist wiederum gut. Aber am liebsten würde ich natürlich schon den Schlüssel mitnehmen. Versteht ihr? Ach, schon wieder! Mario! Oh Mann! Da muss man höllisch aufpassen. Ach, jetzt sieht's wieder gut aus. Da brauchst du genau das richtige Timing, das sage ich. Ich hasse dich, ich hasse blöde Blöcke. Und du bist einer davon, das sage ich dir. Würde der Block verpuffen, ich würde so eine Freude haben, echt. Okay. Freundchen I.
Gesprächsthemen, hä? Was gibt's? So langsam sollte man mal auf die NX sparen. Wir wissen ja noch keinen Preis. Wir wissen nur, dass es voraussichtlich im März erscheinen wird. Also noch fast ein Jahr Zeit. Kann man ja mal die ein oder andere Münze auf der Seite legen. Ich denke schon, dass es so... Also die Wii U kostete am Anfang die Premium-Version natürlich 3,50 Euro. Und könnte schon sein, dass die NX auch wieder so viel kostet. Vor allem, wenn sie hoffentlich ordentlich Power hat. Ja, Entschuldigung, was soll ich tun? Also mit so 300 mindestens würde ich schon rechnen. Also jetzt weiß ich ja, wir wissen ja nicht, was es ist. Handheld oder halt, ja, Heimkonsole oder beides. Ja, jetzt ja alle Gerüchte besagen, also dass es eine Handheld-Version von NX und eine Heimkonsolen-Version gibt. Dann ist natürlich die Frage, ob man beides einzeln kaufen muss. Und yeah, in your face! Ach du Scheiße, was? Da komme ich dann darüber? Scheiße. Ach du Scheiße. Verpiss dich. Rein, rein. Yeah! Das freut mich. Ja, ich hoffe tatsächlich auf so ein... Also... Stell dir vor, ein Wii U Gamepad. Also eine Konsole wieder mit so einem Gamepad-ähnlichen Bildschirm. Oder halt Controller. Der dann halt auch ein Handheld ist. Also wie ein 3DS. Ja, scheiße. Den man dann halt überall mitnehmen kann. Das wäre cool. Die Frage ist, ob dann der Bildschirm, also der Controller, dann dabei ist oder ob man den dann separat zu kaufen hat. Oh. Wow. Natürlich wird dann der Controller dabei sein, zumindest einer. Also wenn es so wäre, es ist ja nicht bestätigt. Hallo! Ach du Scheiße, ja, da habe ich blöd reagiert. Kann ich da wieder hoch? Ja, danke! Ja, hätte ich nicht wissen können. Also Zelda NX oder halt Zelda Wii U kommt ja auch für NX. Deshalb wird das Ding mindestens die Power haben der Wii U. Also auch wenn es eine Heimkonsole ist, das ist klar. Ah, auch wenn es ein Handheld ist. Jetzt ein leistungsstarker Handheld. Aber ich denke, ist ja klar, das wird eine Heimkonsole. Jetzt wäre meine Chance da gewesen. Jetzt ist sie nochmal da. Ach du, Mario, du. Jetzt ist Mario schon eine Beleidigung. Hey, hey, was soll ich tun? Vor. Okay, das scheint mir auf den ersten Blick ziemlich einleuchtend zu sein, was hier zu tun ist. Komm schnell. Okay, brauche ich nicht mehr den Dreck. Wow, ziemlich cooles Level jetzt doch wieder, auch wenn es gelegentlich ziemlich unfair ist. Jetzt ist der Fette natürlich hier unten. Ziemlich gefährlich. Ja, danke. Versuchen nicht auf die Musiknote zu kommen. Den zweiten Teil des Levels, also den nach dem Checkpoint, den finde ich schon viel cooler. Muss ich ehrlich zugeben. Der erste war ja schon recht unfair. Finde aber cool, dass es da so einen Geheimraum gab. Ich warte nochmal einmal. Mach, 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 mach. Nein! Mami! Zu spät. So, diese Passage finde ich auch toll. Ja, und dann könnte man Zelda NX unterwegs und daheim spielen. Also überall. Oder halt ein neues Mario Kart.
Müsste man nie mehr aufhören zum Zocken. Das wär's doch. Ja. Leider werden wir ja keine Infos zu E3 kriegen. Schade, schade. Aber was soll's. Kommt so oder so im März. Naja, okay. Zu Zelda, jo, sagte man auch immer. Ach, egal. Wisst ihr. Nein. Aber geht, geht, geht. Einfach sofort danach den... Das ist die Frage, was muss ich hier tun? Was ist hier oben los? Ah! Boah, durch das Eis! Ah! Durch das Eis bin ich jetzt da nach hinten geschlittert. Das tut weh. Mal schauen, was für Launch-Titel die NX bekommt. Wird bestimmt teuer. Denn natürlich wird man sich... Also ich denke mal, jeder, der sich die NX kauft, wird sich dann mindestens ein, zwei Spiele dazu kaufen. No. Damals bei der Wii U habe ich den halben Laden leer gekauft. Der Launch von der Wii U war doch gar nicht schlecht. Also, na, natürlich waren schon ein paar Titel da, die man spielen könnte. Vor allem auch von Third Party. Ja, scheiße, da habe ich blöd reagiert. Aber da war ich eigentlich zufrieden mit. Zombie U. Sonic Sega All-Star Racing. Nintendo Land war ja sowieso dabei. Mario Bros. U. Noch ein paar andere natürlich. So, aufpasst und fett, die kommt gleich. Nein! Naja, jetzt wissen wir wenigstens, dass es möglich ist, dass Fetti nicht erscheint. Ich habe dann noch ein paar andere Titel halt. Darksiders 2. Und so, Assassin's Creed 3, war das? War das damals schon? Ja, scheiße! Kannst du mir mal. Was machst du? Ne, ich kann es einfach nicht. Ich kann es immer noch nicht verstehen, warum die da jetzt nichts zu E3 zeigen. Hätte so gute E3-Präsentation sein können. Jetzt wahrscheinlich eh. Weil Zelda halt. Ihr wisst. Hä? Ich bin ja auf seine Nase gesprungen. Seine Nase ist mit Gift eingestrichen. Oder warum ist er jetzt gestorben? Mein Gott. Der Miyamoto beim Programmieren wieder einen schlechten Tag. Mein Gott. Ich nicht. Die Spieler müssen es ausbaden. So gemein. So, jetzt sind wir wenigstens groß. Jetzt muss ich noch den fetten Bruder überleben und dann sind wir groß in der nächsten Passage. Das wäre super. Aber auch wenn uns der fette Bruder jetzt einmal trifft, dann ist es nicht so schlimm. Denn wir werden es überleben. Super Mario! Wahoo! Ja, was machst denn du? Ja, lol. Fett. So. Ganz gemütlich. Genau. Was ist da oben? Nicht so hoch, du verdammte. Egal. Ja, aber was ich damit sagen will, der Wii U, der hatte ja einige Titel. Und Kimishima, der sagte ja, oh ja, kommt erst im März, weil wir einen super Launch haben wollen. Ja, das verspricht doch schon einen guten Launch. Und wenn Zelda U NX zum Launch kommt, dann ist das schon mal ein super Launch-Titel. Also so wie bei
würde wie damals Twilight Princess. Könnte man nicht maulen. Ah, komm, was tust du? Na, natürlich stirbt der Mario wieder. Okay, da oben sind nur zwei Ups. Habe ich zwar vorhin, glaube ich, schon gesehen, aber ich habe gehofft, dass da noch was anderes ist. Ja, die Ups, die brauche ich nicht. Danke. Ja, in das Level muss man sich etwas hineinfuchsen, aber dann geht's. Dann geht's. Ich bin schon sehr gespannt auf die NX. Ja, scheiße. Explodier. Und wenn das mit dem Wii U-Port stimmt, dann hätte man ja auch schon theoretisch ein paar Launch-Titel. Mario Maker. Splatoon. Ja, scheiße. Ja, wir haben ja schon zum Beispiel auch einen ganzen Mario Kart-Part damit verbracht. Indem ich über NX und Launch und so geredet habe. Könnt ihr euch ja gerne anschauen. Wenn ihr wollt. Ich könnte nicht genug davon reden. Das ist das Problem. Freue mich schon. Das wird ja bedeuten, dass die NX nicht abwärtskompatibel zur Wii U ist. Und wieso sollte man sonst Ports rausbringen zu Splatoon, Mario Maker und so. Nicht sehr einleuchtend. Ja, vielleicht Super Edition, Definitiv Edition oder so. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, Leute. NX. Mal schauen. Natürlich schade um die Wii U. Die hatte, also wie es echt unterschätzt, die hat so viele tolle Spiele. Schade, dass die sich so wenig verkauft. Also echt, jetzt so viele tolle Spiele auch für Hardcore-Spieler. Und auch Sachen, die sich die Fans immer gewünscht haben. Pikmin 3 wurde lange gewünscht, gab es auf der Wii U. Neue Star Fox gibt's. Bayonetta 2. Zombie U, das Spiel wird so unterschätzt, das ist so cool. Oh, du fetter Hund! Ja, geh weg! Mach ihn! Kalt. Es gibt noch so viele andere tolle Spiele. Smash Bros. 4. Ach, scheiße. Na, ob Smash Bros. 4 dann auch für NX rauskommt? Möglich wäre es. Also Smash Bros. 4. Smash Bros. 4, da gibt es ja zwei Versionen. Einmal für Wii U und einmal für 3DS. Vielleicht kommt es ja dann noch als Smash Bros. Für NX raus. Also kein Smash Bros. 5, sondern halt Smash Bros. 4 für NX. Also ich rede nicht von einem Wii U Port, sondern halt für eine Version für NX, von Smash 4 für NX. Ist ja dann kein Wii U Port und halt eine eigene Edition. Mal schauen, denn Smash Bros 4 ist so gut. Ich will gar keinen Charakter mehr missen. Ich will gar nichts mehr missen von dem Spiel. Zumindest nicht in nächster Zeit. Das Gameplay, das ist super. Ich habe mich dran gewöhnt. Die ganze Community und so, die denke ich auch. Okay. So, jetzt, wie geht's hier weiter? Ja. Sonst noch ein Wunsch? Ah. Danke. Lol. Ich war mir sicher, dass ich jetzt sterbe. Das kommt aber jetzt, oder? Nee, Bosskampf. Ich geh weg. Okay. Hallo, Bowser. Aber das ist doch so. Ja, damit. Wow. Koopa-Panzer fährt jetzt rum. Huh. Wow. Ich habe keine Angst da unten.
Okay. Oh ne, ist dann Geister drin. Das habe ich mir schon gedacht. Die Münzen haben es angedeutet. Aber wir werden das trotzdem schaffen. Die Röhre, da deutet an, dass es da noch einen Weg gab. Noch ein versteckter Weg. Sehr interessant. Ja, sehr knackiges Level, sehr herausforderndes Level. Mir hat der zweite Teil besser gefallen, weil der war jetzt nicht so unfair mit dem unsichtbaren Block. Das war schon etwas fies. So, Weltrekord, das freut mich. Stern hat es natürlich verdient, hat mir nämlich echt Spaß gemacht. Wirklich eine Herausforderung. Schon schwer. Aber wenn man dranbleibt, kann man es schaffen, wie ihr gerade gesehen habt. Ihr könnt es gerne auch spielen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Level auch gefallen. Mir hat es echt sehr gefallen. Zweiten Teil davon gibt es ja auch schon. Ja, da können wir uns ja schon mal auf was freuen. Oh Gott, das hat sogar noch niemand geschafft. Na okay, weniger Anläufe. Aber naja, wir werden dann da auch unser Bestes geben. Leute, ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Zockt was. Oder unternehmt einfach irgendwas. Keine Ahnung. Hoffe, euch hat es halt gefallen. Nächstes Mal geht's dann hier mit einem Level von Lucky weiter. Danke fürs Zuschauen. Ciao.